Das ist, liebe Schwestern und Brüder, ein halber Zoo, den Jesus heute gedanklich vor uns aufbaut. Schafe, Tauben, Wölfe und Schlangen. Es würde sich schon lohnen, das auszustellen, wenn wir uns dieses Sammelsurium kurz vor Augen halten und wir mittendrin. Das sind alles nicht unbedingt Tiere, die Jesus hier heranzieht, die einen besonderen Charme haben. In hoheitlichen Wappen etwa sucht man das Schaf vergeblich. Und so ist ja auch vielfach die Auslegung der Gleichnisse mit den Schafen. Wer will heute in der Kirche noch als Schaf bezeichnet werden, gar als Schaf einer Herde? Dann schon lieber Wolf oder sowas Ähnliches. Ich denke, wir kommen in eine Zeit hinein, wir leben vielleicht schon mittendrin, zumindest werden das uns unsere verfolgten Schwestern und Brüder sagen, in der wir vielleicht ansatzweise ahnen, was dieses Evangelium bedeutet. Ansatzweise. Hier in unserem Land natürlich noch nicht. Wir sind nicht Schafe mitten unter den Wölfen. Ein wirklich sehr erfahrener und kluger Bischof hat mir in einem kontroversen Gespräch einmal gesagt, ach, wissen Sie, alles, was die Kirche hat, was sie an Sicherungen hat, an Konkordat, an Liegenschaften, darf sie freiwillig niemals aus der Hand geben. Das ist politisch sicher eine kluge Entscheidung, ob es dem Evangelium entspricht. Vielleicht ist es klug wie die Schlange, arglos wie die Taube oder wie ein Schaf vor dem Wolf ist es sicher nicht. Ob wir aber nicht genau diesem Wort nachleben sollen oder ob wir es auf andere Weise erfahren. Mit christlichen Positionen, wenn sie dann wirklich christlich sind und nicht, sich nicht nur so anpinseln von außen. Das ist ja schnell gemacht. Diese Farbe christlich kriege ich im Baumarkt, ganz billig. Also es muss wirklich auch das drin sein, was draufsteht. Wir kommen in eine Minderheitenposition. Das ist noch nicht einmal in unserer Gesellschaft oder innerhalb der Kirche mehr dialogfähig. Wenn ich das Evangelium wirklich einklage, wenn ich, sagen wir das, eine klassische Position christlich etwa über Mann und Frau vertrete, werde ich angeschaut wie ein Verrückter, wie einer von, 19. Jahrhundert, da hört es aber dann spätestens auf. Wir erleben genau das, was Jesus im Evangelium schildert. Die Frage ist nur, sind wir darauf vorbereitet? Ich habe nicht den Eindruck. Unsere verfolgten Schwestern und Brüder haben das gerade hinter sich oder stehen mittendrin. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, geht in die nächste. Im Irak, in Syrien. Und dann muss man sich das Echo anhören, was dann in unserem Land passiert. Dann kommen sie hierher als verfolgte christliche Minderheit und erfahren die nächste Verfolgung im Flüchtlingsheim. Das, was sie gerade zu Hause meinten, hinter sich gelassen zu haben. Ja, es findet mitten auch in unserer Gesellschaft statt. Auch mitten in der Kirche findet es statt. Die Auflehnung gegeneinander. Wir können uns nicht beschweren. Jesus hat uns das nicht vorenthalten, uns das wissen zu lassen. Und doch zugleich sagt derselbe, ich bin bei euch alle Zeit. Wir sind nicht größer als er. Warum sollen wir um irgendeine Art der Verfolgung, der Anfeindung herumkommen, wo er alles auf sich genommen hat? Wir vergessen das sehr schnell. Wir nehmen dankbar die sogenannten Früchte der Erlösung entgegen, aber das Wort des Paulus, dass wir das ergänzen sollen, was an den Leiden Christi fehlt, das vergessen wir schnell. Nein, Christentum ist wahrlich keine angenehme Revolution, keine angenehme Religion. Es ist eine Revolution. Es lehnt sich so sehr gegen die widerspenstige menschliche Natur auf, gegen jeden Widerspruchsgeist, um in all dem, in all der Verfolgung, in all der Anfeindung dennoch Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit aufleuchten zu lassen. Wie Christus das tut. Welch eine Herausforderung. Das Erste einmal anzunehmen, um dann zum Zweiten zu kommen.